Ja, liebe Leute, und damit endlich willkommen zurück zu Sleeping Dogs. Es hat eine ganze Weile gedauert, bis ich das Spiel endlich wieder zum Laufen bekommen habe. Nämlich, ja, ungefähr 2 Wochen ist es her, seit Folge 30 veröffentlicht worden ist. Und ja, es gab ein paar Probleme. Wer mir auf Facebook gefolgt ist, wird es mitbekommen haben. Das Spiel wollte nicht mehr starten. So, ich habe da tagelang rumprobiert, gemacht, getan. Nochmal runtergeladen, ging nicht. Dann nochmal runtergeladen und irgendwann nach zigmaligem Runterladen waren wohl alle Dateien in Ordnung und dann ging es irgendwann wieder. Und wir müssen uns schlafen legen, nämlich genau so, wie wir beim letzten Mal aufgehört haben. Und das machen wir jetzt auch mal. Ab ins Bettchen mit uns. Eine Mütze Schlaf. Das geht ja bei Weisheng immer recht schnell, das Schlafen. So, und schon ist er ausgeschlafen. Ist auch der erste Mensch, der so aufwacht, wie er eingeschlafen ist, glaube ich. Gut, ja. Drücken Sie mehrmals L, um Primärziele durchzuschalten. Oh, Ricky hat eine SMS geschickt. Why, bist du bereit für die Oberliga? Hab eine große Sache für dich. Komm zu Sonny Wu. Dann gehen wir mal zu Sonny Wu. Ist das wichtiger Besucher? Ist es das? Na, oh, Drogenrazzia. Drogenrazzien. Ach komm, wir machen mal eine Drogenrazzia. Irgendwann muss es ja mal klappen, ne? Dass man da ratifizieren als Cop. Irgendwann muss ich doch mal genug Skills haben, dass ich die alle umhauen kann. Das ist ja direkt hier um die Ecke. So. Dann schauen wir mal. Dann gehen wir hier mal lang. Oh, da ist ein Parkhaus. Komm, ich schnapp mir mal ein Motorcycle. Ja, kannst du. Ich hätte gern mein Motorrad. Das da, genau. So. Da geht's lang zur Drogenrazzia. Oh Gott, ich muss das endlich mal irgendwann hinbekommen mit den ganzen Drogenrazzien hier. Da haben wir doch schon mal aufs Maul bekommen hier. Oh Gott, da steht die Crew. Guck mal, da läuft sogar ein Bulle lang. Der hilft mir garantiert nicht jetzt. Da läuft er lang und lässt die einfach machen. So, ich weiß gar nicht mehr, wie Schlagen und Kontern geht. So, das war Schlagen und ich glaube, da oben war Kontern. So. Jawohl. Ein bisschen kriege ich es noch hin. Mal gucken, wie lang das durchgeht. Oh Gott, hau doch ab. Du mit deinem scheiß Messer. So, hau den doch mal. Schlag doch mal zu. Oh Gott, ich bin schon wieder so angeschlagen gerade. Ich will doch nur das Messer hier haben. Right back. Nein! Ja, ich könnte es natürlich auch alle abknallen, ne? Könnte ich eigentlich auch mal machen. Oh Mann! Wieso bin ich nicht mal kaputt gehauen hier bei der Drogenrazzia? Ich bin so grottenschlecht, ey. So, ihr kriegt jetzt erstmal. Ich will doch gar nicht hier mit der Waffe rummachen. Oh Mann! Ich krieg das nicht auf die Reihe, Leute. Warum bin ich so. Scheiße, schlecht. Steck doch mal die Knarre weg, Mann! Ich will doch gar nicht schießen. Oh, Alter, ey. Du kostest mich den letzten Nerv. Jawohl, Ansehen kriegen wir wenigstens mal ein bisschen. So, ja. Und ich bin schon wieder down. Ich kotze, ich kotze. So, ich mache jetzt so lange Drogenrazzien, bis es irgendwann mal passt. Ne, es geht nur noch wichtiger Besuch. Die Drogenrazzien-Missionen sind mal wieder episch gefailt. Holy shit, wieso krieg ich das nicht auf die Reihe? Das gibt's doch gar nicht. Das gibt's doch gar nicht, dass ich so grottenschlecht bin und das hier nicht mal mit dem Gamepad ordentlich hinbekomme. So, dann machen wir halt hier wichtiger Besucher. Wenn ihr die Stadt unbedingt im Drogensumpf versinken sehen wollt, dann bitte tobt euch aus. Aber ich war schon wieder auf der falschen Seite. Scheiß chinesischer Straßenverkehr. Wow. Oh, wie war denn Handbremse hier nochmal? Das war auch irgendwie so ein komischer Knopf. Ne, krieg ich nicht mehr hin. War das Kreis? Ne, Kreis war rausspringen, ne? Ne, Kreis war echt Handbremse. Sehr gut. Gut. Dann hätten wir das schon mal wieder rausgefunden. Ja, Leute, ich muss wieder mal ein bisschen reinspielen. Wie gesagt, 2 Wochen sind's dicke her, seitdem ich das letzte Mal gespielt habe. Und ja, Steuerung total vergessen irgendwie.
also viel Spiel, die hier mittlerweile Spiel und Bücher angesammelt haben. Hat schon mal vorkommen, so. Da sind wir am Ziel. Well, well, well. Look who decided to join us. Yeah, it's good to see you. Come on in. You sure you don't want to fuck her a little before you start? It's no problem at all. I'll just have a swing by your hotel on the way to the studio. Nah, man, I'm good. But we could do a photo shoot or whatever, and look, I'm sure it'd be fun and all, but that's not why I'm here, dude. Ah, you don't know what you're missing. This baby will fuck you in a way your wife never could. Sonny, this is Wei. Wei? The infamous Sonny Woe. That's me. Infamous and notorious. Glad you could come by. Ricky's told me all about you. This is King. What's good? He's producing Vivian Liu's next big hit. Yeah, it's gonna be hot, man. Wei here's the real deal. A bona fide tribe killer from the streets. Cleavers, guns, castrations, whatever you want. Wei, why don't you take King out on the town and show him around? Yeah, anytime. It's like one big playground, man. Nothing's off limits. You wanna pick up some girls? Get nasty? Done. And with Wei, no one will bother you. Nobody fucks with Sun on Yi. Yeah, well, I mean, actually, that sounds all right. If you don't mind showing me around. Ja, doch, sure. Mach mir aber was. Hallo, ich will das nicht machen. You players, but business call. Oh, right, muss hier cool, Kindermädchen man. Spielen, für irgendein Ami, ey. Nice to meet you, Sonny. Streets, let's do it. Ricky, listen to this. I've been thinking, we need to get her a movie role of some sort. Ja, da habe ich eigentlich überhaupt keinen Bock drauf, den hier rumzuschauffieren und die Stadt zu zeigen. I think we'll start at the K-Bar. The VIP room should give us what we need. Die K-Bar. Ja, die K-Bar sagt mir doch was. So you producing for Sonny? Just this one time. Man, that guy's a piece of work. Bin ich richtig, fucking clown, you ask me. I'm glad you said it first. Buddy does good business. Makes everyone a lot of money. But as far as his personality goes... Okay. Good to know we're on the same page. Fact is, you know, I got some other business to discuss. But I don't think my partners back in the States will want to be in bed with that guy. What kind of business? I got friends. Guys I grew up with. They got a real good import and retail thing going. Yeah, but they could use a good Hong Kong angle. Access to that good Asian product. You feel me? You see, the reason I took the producing gig was I heard Vivian and her label had connections. Well, they are. To me. Well then. I guess this is gonna be like one of them old school business meetings. You know, where you show me around town and you try to figure out Gott, where you're good fit. Ideen machen. Geschäfte, beziehungsweise, weiß nicht, ob das so gut ist. So, wir fahren mal hier durch die Hinterhöfe. Ich könnte auch eigentlich mal was futtern, ne? Um mal ein bisschen Energie zu bekommen. Oh, schon leicht zerdellt hier die Karre. Yeah, man. K-Bar. Pack mal ein. Good evening, gentlemen. Oh. We'd like the VIP karaoke room. Die Animierdame. I haven't seen you in too long. Oh, es geht in den Keller, oder wie? Yo, hold up. And don't tell me you and me are gonna sing to each other. I mean, I'm here for the local flavor, but not that local. Let me find us the right kind of audience. Was? Mädchen finden, die mit King feiern. Aha. Ah. Muss ich die jetzt hier für den angraben oder was? Super, super Job. Mein Traumjob. So überzeugen. Hey, what's your name? Katushka. I'm Wei. So listen, I saw you looking at my friend and I figured you realize he's a famous American celebrity. And I just wanted to ask if you mind keeping it a secret. Ooh, how can I say no? Well, if you're not doing anything, maybe I can buy you silence with a drink. Want to join us? That's very nice of you. So you're from Russia? Yes. How'd you guess? Ja, erstmal Name und Akzent. Katushka. So, wo muss man hin überhaupt? Ach, der ist ja im VIP-Raum. Muss ich für den noch die Ladies hier abschleppen? Oh Gott. Ich liebe es. Nicht. Sollen wir nicht, dass wir die ganze Couch voll haben? Ja, doch. Oh Gott, und das muss ich jetzt 10-mal machen hier, oder wie? Alle Mädels abschleppen, die hier tanzen und nach hinten entführen in den VIP-Raum, oder wie? Hello, ladies. Hey, Mr. VIP. Want to buy us girls a drink? Ja, sicher, komm mal. I don't know.
My friend and I are gonna enjoy your company? Try us on and see what you get. All right, why don't you join my friend in there? I'll be in a second. Ach, zu meinem Freund, ich dachte auf meinen Freund. Naja. Ladies angraben hier, ne? Oh, da ist Sackgasse. Das eskaliert doch hier eh gleich. Ich grab bestimmt gleich irgendeine Freundin von einem an, der mir aufs Maul hauen will. Ja, das wird nämlich die hier sein, wahrscheinlich. You okay, miss? Hey, fuck out! That my girl! Ja, siehste? Hey, you drunk. Better watch it, boy. Guy seemed like he was getting a little pushy. We get that a lot. You work here? Yes. So, you allowed to join the customers for a drink? Oh, that sounds nice. By the way, I'm Wei. I don't think I've seen you here before. I'm Ileana. Yeah, Ileana. I usually don't come to places like this. I'm here for my friend. Well, if you ever want to hang out at places not like this, let me know. I'd like that. Can I call you? Sounds good. Thanks. Sounds good. Give me a call sometime. So, woher weiß ich eigentlich, dass der auf Frauen steht? Könnt ihr auch auf Kerle stehen? Ach, ich muss mich jetzt noch dazusetzen, oder wie? Aha. Ich hab keinen Bock drauf gerade. So, und jetzt sitze ich hier. Who knew Hong Kong was full of such beautiful women? Friendly too. How do you not know Hong Kong have beautiful girls? You just had to come to the right place. Well, I expect you girls to make sure King never makes that mistake again. You can count on us, baby. We love American men. Don't we, Tina? All right, Wei. Why don't you show us what you got? Come on, Wei. Let's see those lungs. Ich bin aber kein amerikanischer Mann. I'll show you mine if you show me yours. Ach, Karaoke singen muss ich jetzt auch noch. Ach, ein Traum mit wahr. Leute, ein Traum mit wahr habe ich ja nicht schon mal gemacht hier. Und das als Hauptmission. Ich freue mich in Ast. So. I fought the law. Hat man das nicht schon mal? I fought the law. Ach, wir nehmen das einfach mal. So, was musste. Wie war denn das jetzt nochmal? Ah, so war das. Oh Gott, ich muss mich dran gewöhnen. Wie war denn das nochmal? Oh mein Gott. Ich weiß es nicht mehr. Oh wow, he looks so cool! Okay, noch. Das ist ja ganz gut hier. Oh yeah, bring it, baby! Oh yeah! Minispiele for the win. Ja, das ist ja jetzt alles noch relativ easy shit, würde ich sagen. So, hier, das komische. Ja, was war das? Dinosaurier-Nashorn, das Grüne freut sich auch tierisch. Ach, jetzt macht er Ärger hier, oder was? Ne, Nashorn ist es. Oh, guck mal, da kommen schon meine ersten Groupies hier an. Gib mir Geld! Ich sing hier für euch mal einen Superhit. Schmeißt mir Geld in den Hut. Ist echt öfters Mützen dran, glaube ich. Hätte ich jetzt schön hier hinstellen können, bis wir ein Kleingeld sammeln können. Gut, toll, 99%. Ah ja, das Nashorn freut sich. So, wir verlassen das mal. That was so good. Ja, das war richtig gut, ich weiß es. You got balls. I'll give you oh that. Yeah, I've got balls. Oh yeah. King war feiern hey, mit dem Mädchen fotografieren. Hey, ah, so war das, okay. Wei here has been promising me a taste of Hong Kong. Machen oder was? I'll give you a taste. You know, in the States, I'd have to take you to a little room in the back. Let me show you how we do it. Ah, machen wir mal Fotos. Ranzoomen. Wir zoomen mal und wir machen mal ein Foto. Zack. Yeah. Oh Gott, oh Gott. Beweisfotos. Da tobt der, ja. Da tobt der Ami, würde ich sagen. Ich würde eigentlich gerne ein bisschen Karaoke singen, Kollege. Wird wohl nichts raus. Too many motherfuckers think all you gotta do is jump bad and wear the right colors. Nah, business is a business. You feel me? You gotta be in it with the right people. Yeah, I can see you fitting right in the States even. Yeah.
Ja, da war ich doch schon in den Staaten, Kollege. So, Ladies first, die lassen wir mal vorgehen. Achso, da steht ja mal ein Schrotthaufen-Auto. Oh, what? Stand back. Oh Gott. Ich wusste, dass das ein Nachspiel hat mit den Ladies hier angraben. Konnte ja nicht anders gehen. So, dann gucke ich mal, dass ich die hier irgendwie noch ein bisschen wenigstens kaputt hau. Ey, ich hab geblockt, Alter, beziehungsweise gekontert. Ja. Kann ich den noch irgendwo anders hier vermöbeln? Wie kann ich die greifen? So, mit B mal das Telefonhäuschen hier. Nummer 1 auf dem Dez, jawoll. Boah, das Schild umgebolzt hier mit dem Ellbogen, ey. Ach, jetzt will ich hier den einen eigentlich mal in den Zeitungsständer werfen, da wird wohl nichts mehr draus. So, der ist down. Oh. Da wollte ich was sagen, da habe ich doch mindestens mal geblockt. So, der ist auch hin. So, der will noch bedient werden. Das war mein Fehler. Hallo? Hey, ich würde dich gerne mal greifen, Alter. Damn. That's some nasty ass shit you got going on. Remind me not to fuck with you. Achso, das Lenkrad ist ja hier auf deiner Seite. Oh mein Gott. Rein da in den Karren. Ja, liebe Leute, wir haben uns geprügelt. Wir waren im VIP-Bereich. Wir haben ein bisschen Karaoke gesungen. Ich würde sagen, das langt erstmal für diese Folge zum Wiedereinstieg. Und dann sage ich mal, bye bye, bis zum nächsten Mal. Bleibt mir gewogen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Haut rein, viel Spaß am Zocken. Tschüss.